Es sind dramatische Bilder. Süddeutschland erlebt gleich an mehreren Flüssen ein Jahrhunderthochwasser. Mehr als 3000 Menschen wurden evakuiert. Die Fluten fordern mehrere Todesopfer. Die Ursache: ein Tiefdruckgebiet über dem östlichen Alpenraum. Feuchtwarme Luftmassen wurden vom Mittelmeer nach Deutschland geführt. Dauerregen und lokal heftige Gewitter sorgten dabei innerhalb von nur 3 Tagen für enorme Regenmassen im Süden des Landes. Örtlich fielen Spitzenwerte von weit über 200 Liter Regen auf den Quadratmeter. So viel wie sonst in 2-3 Monaten. Die Folgen? Erdrutsche, großflächige Überflutungen und an manchen Flüssen Rekordhochwasser. Vor allem betroffen sind Zuflüsse von Neckar, Bodensee und Donau. Wir stehen hier bei Günzburg in Bayern an der Donau. Die Lage hier massiv angespannt, weil ganz, ganz viele Wohnhäuser, Ortschaften hier komplett unter Wasser stehen. So wie hier in Babenhausen im Unterallgäu standen große Teile des Ortes bis zu 1 Meter unter Wasser. Anwohner wurden mit Rettungsbooten evakuiert. Dramatische Szenen, die sich in vielen Ortschaften wiederholten. So auch in Dinkelscherben und Offingen bei Günzburg. Dämme und Schutzdeiche hielten mancherorts den Wassermassen nicht mehr stand. Wohnviertel wurden großflächig überflutet. Tausende Einsatzkräfte waren rund um die Uhr im Dauereinsatz. Hilfe gab es zudem von der Bundeswehr sowie von unzähligen freiwilligen Helfern. Anwohner waren oft machtlos, haben solch ein Hochwasser noch nie erlebt. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, habe schon viele Hochwasser da hier erlebt, aber so eins noch nie. Ist hier aufgewachsen im Haus, also mein Papa kennt sich hier aus und weiß, was zu tun ist beim Hochwasser, aber so ein Hochwasser hat man noch nie. Momentan kommt man eigentlich gar nicht durch und sowas habe ich hier auch noch nie erlebt, dass das Wasser hier immer noch knietief steht, obwohl es gestern aufgehört hat zu regnen, also sowas haben wir noch nicht erlebt hier. Einige Personen mussten sogar per Helikopter aus ihren Häusern gerettet werden. Große Probleme auch im Bahnverkehr durch Erdrutsche und Schlammlawinen. Auch Autobahnen wurden überflutet, Sperrungen verursachten massive Staus auf den Straßen. Nachfolgende Schauer und Gewitter sorgten lokal zusätzlich für extreme Sturzfluten. Vor allem betroffen die Region östlich von Stuttgart. Die Flutwelle riss Autos mit sich und durchbrach eine Lärmschutzwand an der Bundesstraße B10. Auch wenn die Pegel wieder am Sinken sind, die Aufräumarbeiten werden vielerorts Wochen und Monate andauern. Alle Infos zur Wetterlage gibt es bei uns rund um die Uhr auf wetteronline.de und in der Wetter-Online-App.